Shalom Aleichem. Wir lernen weiter in dem wunderbaren Buch Sefer Musar, Pele Yoetz, von Rabbi Eliezer Papo, Alav Shalom, aus dem Balkan, Shkoyach, für eure Shiurim. Weiter, wenn jemand will Shiurim Pele Yoetz, melden, es kommt langsam voran. Heute lernen wir über Slichot. Slichot bedeutet Bußgebete, dass ein Mensch bittet bei Hashem, Slach lo no vino kichotono, verzeihe mir ein Hashem, dass ich habe gesündigt, dass ich habe vergangen. Man macht das von Rosh Chodesh Elul bis Yom Kippur, inklusive Yom Kippur, also 40 Tage. Insbesondere sie mit nach so einem Aufstehen und so wie eine der wilder König glücklich machen und willkommen in Gan Eden. Also wenn ein Mensch will aufstehen zum Slichot, soll er früh aufstehen, Hände waschen, sich vorbereiten von oben bis unten und er geht zur Synagoge und soll er sagen Slichot. Mit einer niedrigen, demütigen Stimme, Wort bei Wort, Buchstabe bei Buchstabe, und soll er Achtsamkeit geben auf die Wörter, die er sagt, und er wird sehen, dass alles, was er sagt, spielt eine Rolle. Und wird er sagen, ich suche meine Wege und ich kehre zu dir, Hashem. Ich kehre zu dir mit dem vollen Herz, empfange meine Rückkehr zu dir. Und ein Mensch soll sich erschrecken, wie viel Zeit hat er verschwunden letztes Jahr. Und nicht nur letztes Jahr, sein ganzes Leben. Und vielleicht in andere Leben, oder in Gilgulse oder in andere Gilgulim, in andere Welten. Und das macht einen großen Schmerz im Himmel, wenn ein Mensch vermasselt seine Zeit und auch mit der Zeit macht Schmonzes. Und nicht richtig. Sitzt und redet über andere Leute. Gerade jetzt vor Yom Kippur, wo die Bücher vom Leben und die Bücher vom Tod vor deinem Thron, die sind offen, soll er sich große Schreck erschrecken und soll er Angst haben, so wie Rabbi Yochanan ben Zakkai. Und es gibt drei Bücher, Tzadikim, sofort Stempel zum Leben, Reshaim, gleich Stempel das Gegenteil. Durchschnittlich wie wir, Hashem guckt, was sollen wir machen? Wie soll sein unsere geistliche Entwicklung nächstes Jahr? Und wenn ein Mensch sitzt in einem dunklen Zimmer und seine Augen sind zu, auch wenn er öffnet die Augen, er wird nicht sehen, weil er hat kein Licht. Muss man zwei Sachen machen. Licht machen und die Augen öffnen. Genauso wenn ein Mensch ist ein Wilder und er will nicht gucken, was Hashem will von ihm und gucken die Licht, was passiert in die Tage, dann sieht er nicht. Deshalb, auch wenn einer seine Augen sind zu, er versteht, dass in diese Tage gibt ein Licht von Ahava Simcha, von Liebe und Freude. Und am Shabbat ist die Licht von Genuss. Und jeder Mensch hat ein Gefühl bei Shabbat und am Feiertag. Und auch wenn einer ist nicht so gebildet und er versteht nicht die Slichot, trotzdem soll er sagen langsam und soll er sagen in die Gemeinde. Und soll er auch ändern seine Handlungen, sein Reden und seine Gedanken. Und soll er machen Grenzen bei sich. Wenn er kommt immer spät zum Arbeit, soll er aufstehen eine halbe Stunde früher. Wenn er hat irgendeine Schwäche, soll er nicht kommen zu der Schwäche. Er soll sich selbst nicht verführen zu viel. Wenn er sieht, er kann nicht aushalten. Wenn er hat zu Hause Kekse, soll er nicht kaufen Kekse. Also soll er sich die Grenze richtig machen. Und deshalb, nach dem Slichot, soll er nicht sitzen jetzt mit Freunden und trinken Kaffee oder rauchen und verschwenden die Zeit. Und manche Leute, Gott behüte, Gott bewahre, nach dem Slichot kehren zurück zum Bett und schlafen. Oder Chas v'Shalom eingeschlafen mit dem Tfilin in die Synagoge. Es gibt Leute, die sitzen in Schil. Und anstatt zu beten, haben sie so eine Nickerchen. Also Hashem ist sehr, sehr beleidigt, wenn einer sitzt in sein. Stell dir vor, du datest mit einem wichtigen Mensch, Oberbürgermeister. Und du sitzt in dem Date. Er wird sagen, du, Shabbat Shalom. Und du sitzt bei Hashem und so. Und deshalb, der Mensch soll früh aufstehen, soll er geben Zdokke. Und Zdokke rettet von Tod. Und da Hashem wird ihm geben Licht. Und so wie steht geschrieben in Daniel 4, 24.
deine Sünden sollst du mit Zdaka umkehren. Und deshalb die Slichot ist sehr, sehr wichtig in die Tagen und auch in die Tagen, wo es ist Fasten, Tanit, Zibur. Da soll man gemeinsam sagen Slichot, Schkoyach.